Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Video von mir. Wir werden uns heute mal mit ein paar Dingen befassen, die in Star Stable wirklich nerven. Ich habe dazu eigene Ideen, aber auch Ideen von euch benutzt und ich werde einfach sagen, wir labern gar nicht so viel rum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video, denn es geht wie gesagt heute um Dinge, die in SSO richtig nerven. Let's go! Wenn man nicht mehr genug Jorvik-Schillinge hat, um mit dem Transporter zu fahren und dann leider mit Starcoins bezahlen muss oder auch keine Starcoins hat und deshalb nicht Transporter fahren kann. Das heißt dann entweder Stallarbeiten machen, Rennen machen oder einfach laufen. Wenn man in SSO versucht, etwas zu schreiben und wir kennen das alle, dann gehashtaggt wird. Zum Beispiel O-Saft. Ich meine, was ist an O-Saft schlimm? Oder Hasenzahn. Und dann versucht man, dieses Wort irgendwie anders zu schreiben, mit Xen etc. Nur um zu verstehen, dass es so oder so nicht funktioniert und man es nicht schreiben kann. Wenn ihr in SSO auf der Karte herumguckt und ihr aus Versehen irgendwo draufklickt, dann habt ihr da einen riesigen Lichtstrahl irgendwo in eurer Karte und damit er weggeht, müsst ihr dann erstmal hinreiten. Aber ich habe einen kleinen Tipp an alle, denen das passiert. Einfach rechtsklick und dann ist er weg. Also kleiner Lifehack. Ich bin früher immer hingeritten. Und ja, das nervt sehr. Ach ja, die Level in SSO. Wenn euch immer nur ein ganz kleines Stück fehlt, bis ihr mit eurem Pferd endlich das nächste Level erreicht habt, aber dann fällt euch auf, dass ihr schon alle Rennen gemacht habt und ihr bis morgen warten müsst, weil ihr keine Rennen mehr habt. Das ist extrem nervig und passiert mir echt nicht oft, weil ich nicht kann Level. Das gleiche gilt natürlich auch für das Reiterlevel. Wenn euch noch ein ganz kleines Stück fehlt, bis ihr auf dem nächsten Reiterlevel seid, aber eure Questreihe ist zu Ende und ihr habt keine andere Quest, keine Rufquests, überhaupt nichts. Das heißt dann wohl, ihr müsst noch so lange warten, bis eine neue Quest von SSO kommt, wo ihr dann pro verschiedene Quest nur 5 XP bekommt und niemals aufs nächste Level kommt. Oh mein Gott, das ist so nervig. Wenn SSO mal wieder neue Shopping-Sachen rausgebracht hat, aber sie zu teuer für euch sind und ihr sie euch auf gar keinen Fall kaufen könnt, weil ihr einfach nicht rich genug seid. Jetzt mal ernsthaft, SSO, bitte macht nicht alles so teuer. Ich muss eine Woche sparen, um mir eine halbe Schabracke zu kaufen. Wenn ihr einfach wie ganz normale Menschen im Chat schreiben wollt, und dann guckt ihr ihn an und seht eine absolute Börse für RH, WH oder Reitclubs. Wenn ihr einfach mal ein ganz normales Rennen macht und dann kurz vor dem Ende failt. Und dann ist die Zeit abgelaufen, ihr habt verloren. Wenn ihr ein ganz bestimmtes Kleidungsstück sucht und ihr sucht es überall, ihr sucht es in eurem Inventar, ihr sucht es in eurem Schrank, ihr sucht es auf euren Pferden und ihr wisst genau, dass ihr irgendeinem eurer vielen Pferde diese genau eine Sache aufgesetzt habt, aber ihr findet sie einfach nicht wieder. Rest in peace an meine verschollenen Gamaschen. Als nächstes kommt ungefähr das störendste und nervigste, was es in ganz SSO für mich gibt. Und es begegnet mir fast täglich. Wenn euer Rucksack voll ist und ihr vielleicht irgendeine Quest habt und da irgendwas reinlegen wollt oder ihr wollt was kaufen und ihr habt einfach keinen Platz und dann müsst ihr euch entscheiden, was davon schmeiße ich jetzt weg, was verkaufe ich, weil ihr einfach keinen Bock habt, zurückzureiten in euren Heimatstall und dort dann euer Inventar zu leeren. Hashtag faul. Wenn ihr eigentlich steigen wollt
und dann aus Versehen doch absteigt, anstatt zu steigen. Sehr nervig und passiert bestimmt mindestens eine, wenn wir im Club steigen wollen. Wenn man in letzter Sekunde zu einem Championat reiten will und es trotz der ganzen Anstrengung und der ganzen Eile nicht geschafft habt und es gerade so verpasst. Seid ihr eigentlich auch für mehr Championate in Star Stable? Ich finde, es gibt viel zu wenig. Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr nach langer Zeit endlich mal wieder ein Championat reiten wollt, euer Pferd rausgekramt habt, euer Championatspferd, das ihr monatelang vielleicht nicht geritten seid und dann eure Hufeisen vergesst und wisst, dass ihr so oder so verkackt habt. Das passiert mir leider sehr, sehr oft, weil ich die Hufeisen immer nur auf dem Pferd habe, auf dem ich reite. Wenn ihr einfach nicht mehr vorwärts oder rückwärts kommt. Ich bin mir sicher, das kennt bestimmt jeder von euch und ich ganz besonders. Wenn euer Postfach voll ist und euch keiner mehr schreiben kann. Sehr belastende Situation. Wenn ihr einfach mal ganz in Ruhe questen wollt, aber dann für diese eine Quest, die wenig oder gar keine XP gibt, immer richtig weit laufen müsst und vielleicht sogar gar kein Anhänger dorthin fährt. Ihr lauft hin und her und hin und her und am Ende habt ihr nur 3 Quests geschafft. In SSO sind wir halt immer, immer, immer die Laufburschen. Wenn man ins Dino-Tal gefahren ist und aus Versehen ein nicht kältebeständiges Pferd dabei hat, man will aber nicht zurückreiten und versucht die Quest oder was auch immer man macht, dann mit diesem Pferd zu reiten. Und ich sage euch etwas, das ist keine gute Idee, denn man braucht ungefähr 100.000 Mal länger. Es ist also ein Zwang, ein kältebeständiges Pferd zu haben. Wenn ihr versucht, eine Abkürzung zu nehmen und es keine Abkürzung ist, sondern ihr einfach jedes Mal sterbt und am Ende so oder so länger brauchen würdet, als ihr es am Ende mit dem normalen Weg getan hättet. Wenn ihr wegen eurem nicht kältebeständigen Pferd irgendwo bei den Eisschollen einen Sprung nicht schafft, weil ihr einfach nicht schnell genug seid. Das passiert mir immer beim Rennen. Wenn man die Fähre gerade so verpasst hat und man sieht, wie sie gerade wegfährt. Das ist wirklich ein sehr, sehr trauriger Moment. Wenn man sich ein Kleidungsstück oder eine Pferdesache nicht kaufen kann, weil einem ein minimaler Betrag an Geld fehlt. Zum Beispiel hier. Mir fehlen 7 Jorvik-Schillinge, um mir diese Handschuhe zu kaufen. Ich meine, warum? Was ist das? Das ist so traurig. Das gilt natürlich auch, wenn man sich ein Pferd kaufen möchte oder irgendwas anderes. Wenn man super gern ein bestimmtes Kleidungsstück haben will und einem dann auffällt, es gab das nur bei einem Event. Wenn man irgendwo runterfällt. Wenn man aus Versehen irgendwo runtergesprungen ist, aber es keinen Weg nach oben mehr gibt, egal was man versucht und einem nur noch eine Option bleibt. Abholservice. Wenn man sich vornimmt, seine Pferde selbst zu pflegen, aber man 50 plus Pferde hat und arm wird, wenn man sich Futter kauft? Wenn man die Idee hat, grillen zu gehen, man reitet zu einem richtig schönen Grillplatz und dann fällt einem auf, ich habe gar kein Grillzeug dabei.
Ich finde, man sollte Grillsachen und auch Picknickkörbe im Global Shop kaufen können. Die Reithalle, ein Ort für alle Star Stable-Spieler. Vielleicht wollt ihr mal mit Freunden Dressur üben oder vielleicht habt ihr auch gerade ein Clubtreff und dann fällt euch auf. Es sind viel zu viele andere Menschen in der Reithalle. Warum gibt's keine Funktion, dass man nur den Club sieht? Dann müssen wir uns die Reithalle wohl teilen. Ganz schlimm ist es sogar am Abend, wenn alle Leute Clubtreff haben. Doch zum Schluss kommen wir zum allernervigsten in Star Stable, meiner Meinung nach. Und das ist ganz eindeutig, dass immer wieder die Server geschlossen sind. Es nervt mich einfach unfassbar, dass jeder Server schon mindestens einmal geschlossen wurde und dass dann Leute aus verschiedenen Clubs dort festsitzen und man vielleicht mit dem ganzen Club, wie wir auch, den Server wechseln mussten. Ich finde, das geht gar nicht. So, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Es war was ganz anderes und ich habe echt lange rumgeschnitten und bin rumgeritten, um die ganzen Szenen aufzunehmen und die dann auch zu bearbeiten. Ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten, wie gesagt. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir ein Like oder und ein Abo dalasst. Oder einen Kommentar oder sowas. Ja, genau, irgendwas. Habt einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi! Like that.